Hallihallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen, ihr Lieben da draußen hier auf der Grünfelder Land. Ja, eine Map, die wohl unter den Top 10 der schönsten LS22-Karten einzusiedeln und einzusortieren ist. Als erster Dank gilt natürlich dem Team von den Moddern Echtod und Mellow Nation, die diese wunderschöne Karte für uns bereitstellen und modden und natürlich auch ständig immer wieder dran verbessern und arbeiten und machen und tun. Wir wollen uns heute nicht die ganze Map angucken, denn das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Wir wollen uns ein paar Produktionen, die jetzt neu im Update sind, einfach mal anschauen. Und ja, der Spawnpunkt, also der erste Punkt, auf dem ihr auf die Karte kommt, ist ja hier, nämlich bei Helgas Biergarten. Sieht gut aus. Man hat auf dieser Karte ganz oft solche kleinen Biergärten, so kleine Cafés und fühlt sich einfach hier rundum wohl, muss ich sagen, für ein Candlelight-Dinner oder auch ja, ein paar Stunden mit der Familie. An die Kinder ist auch überall gedacht und auf jedem Hof gibt's ein wunderschönes Gebäude mit Grillplatz, Spielplatz und natürlich einem Garten dazu. Das werden wir uns dann aber gleich angucken. Als erstes schauen wir uns mal die Minimap an. Ihr seht, Grünfelder Land ist sehr, sehr groß. Wir haben kleine, große, mittlere Felder. Und die Felder sind alle, ich sage immer gerne, organisch. Also es gibt kaum ein Feld, was ja irgendwo harte Linien oder vielleicht sogar einfach nur rechteckig ist. Hier in dem Bereich, entschuldigt bitte, der Husten ist immer noch da. Hier in dem Bereich, klar, haben wir ein paar, die so ein bisschen ans Rechteckige rangehen. Aber dennoch haben wir immer abgerundete Ecken und so weiter und so fort. In der Version 1, solltet ihr die Version 1 gespielt haben, habt ihr verschiedene Produktionen nicht dabei gehabt. Die erste wollen wir mal besuchen, nämlich die Obstplantage. Die gefällt mir ganz besonders gut. Und dazu erheben wir uns ganz kurz einfach mal in die Lüfte, um das einfach mal von oben anzugucken, die ganze Geschichte. Also die Obstplantage ist sehr, sehr groß und bietet natürlich Stauraum für ganz viele Maschinen und aber auch für ganz viel Arbeit. So, und ich will euch zeigen, welche Fruchtarten wir denn hier so haben. Das reicht nämlich von Pfirsich über Kirsche, Pflaume bis hin zu den Äpfeln, die wir hier produzieren können. Wir brauchen natürlich Dünger, wir brauchen Wasser, wir brauchen aber auch von, und da komme ich jetzt dazu, wir brauchen Kompost, wir brauchen hier nochmal Dünger und wir brauchen auch Paletten. Ja, so sieht die ganze Geschichte aus. Zu jeder Produktion gibt es, wie ihr hier seht, eine wunderschöne Einfahrt, das ist ja natürlich klar, aber auch eine wunderschöne Beschreibung. Was denn das überhaupt ist? Diese Beschreibung finden wir in Deutsch und auch in Englisch. Also wirklich ganz, ganz toll. Ihr seht es auch hier oben, überall finden wir so Heißluftballons, die über die komplette Karte fliegen. So, das war zum Beispiel eine sehr, sehr schöne ja, Produktion, wie ich finde, die man sich wirklich unbedingt mal anschauen sollte. Noch ein Stück weiter oben, jetzt muss ich mal schauen, nämlich hier haben wir auch die Gewächshäuser endlich jetzt mit dabei und freigeschaltet. Die Gewächshäuser sind nicht die Standardgewächshäuser wie im LS22 zu finden, nein, das sind ja, sehr, sehr schöne große Gewächshäuser. Auch hier gibt es wahnsinnig viel zu tun. Ihr Lieben, wie die Produktionen im Einzelnen funktionieren, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich möchte mit euch einfach bloß ein Stück weit drüber weggehen und einfach mal zeigen, was denn die Karte so bieten kann. So, von oben gesehen, auch hier ein wahnsinnig tolles, großes Gebiet. Ein bisschen ab von der Zivilisation und wie ich finde, sehr, sehr, sehr gelungen. In der Mitte hier mit so ein bisschen paar Bäumen und natürlich außenrum der große Wald, der auch begehbar ist natürlich und ja, der, wo man so einige kleine Abenteuer finden kann. So sieht's aus. Schauen wir uns noch eine Besonderheit auf dieser Karte an, denn hier gibt's eine Erzgewinnung. Ja, ganz drüben im Osten gibt es die Erzgewinnung,
brauchen wir für einfach Metallverarbeitung. Also das heißt, wenn wir Paletten und sowas herstellen wollen, müssen wir auch Nägel herstellen. Das ist auf dieser Karte natürlich eine totale und wunderschöne Besonderheit. Wir haben auch hier nicht die Standardgeschichten wie im LS22 verbaut. Nein, man hat sich hier einfach wirklich ein bisschen was Eigenes einfallen lassen. Gefällt mir sehr gut. Wird natürlich auch immer stetig weiterentwickelt und weiter verbessert. Auch hier wieder ein kleiner schöner Hof bzw. eine kleine schöne Produktion inmitten des großen Grünfelderland Waldes, was wir natürlich hier außenrum haben. Für alle, die die Grünfelderland schon mal gespielt haben, zeige ich euch jetzt was ganz Interessantes und ganz Neues. Wenn er das, warte mal, wenn er mich lässt. Warum machst du es jetzt nicht? Ach, Menno. Ah, jetzt. Okay. Denn, will euch hier mal was zeigen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier rauskomme. Dauert mal einen kleinen Moment. So, nämlich hier kommen wir raus. Wir sind hier in einem wunderschönen Wohngebiet. Was aber jetzt noch nicht das ganz Besondere ist, denn das gibt's schon alles, beziehungsweise gab's schon alles. Mensch, hier ist ja viel Verkehr. Das ist ja richtig krass. So, wir springen jetzt einfach mal ein Stück weit dorthin, wo ich hin möchte. Ich mache einen kurzen Cut und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, da sind wir schon wieder. Wer die Grünfelderland aus der Version 1.0 kennt, der weiß, dass hier hinten, wo ich jetzt gerade drauf zurenne, wie soll ich sagen, einfach leer war. Einfach weiß. Ne? Also das hieß, die Map-Ende war einfach Ende. Jetzt haben sich die Modder gedacht, das können wir natürlich nicht so lassen und haben hier, wie ich finde, eine wunderschöne Lösung gefunden, nämlich ein paar Felsen. Und ihr Lieben, die Felsen sind begehbar. Ist es nicht krass? Genau. Ihr könnt auf die Felsen sogar draufgehen. Finde ich irgendwie, finde ich ein absolut tolles Gimmick. Einfach so als kleiner Abschluss dieser Map. Finde ich einfach niedlich gemacht. Sehr, sehr toll. Wir haben natürlich auch so ein paar kleine, versteckte Feinheiten hier in dieser Map. Auch die zeige ich euch gleich, wenn ich dorthin gesprungen bin. Bis gleich. So, wir sind angekommen. Was ich euch jetzt zeige, ist eigentlich so ein kleines Augenzwinker-Verstecken, sage ich jetzt mal, einer Produktion, die zwar noch nicht verfügbar ist, natürlich mit dem nächsten Update dann vielleicht wahrscheinlich verfügbar sein wird, mal gucken. Aber wer braucht sie nicht? Durex. Wir haben hier drauf eine Durex-Produktion und coming soon, also wird auf alle Fälle noch kommen, ihr Lieben, und wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant sein, denn eine kleine niedliche Produktion mit so einem gewissen kleinen Augenzwinkern dahinter. So, wir gucken uns natürlich weiter ein bisschen um auf dieser Karte. Wir haben natürlich große, große Höfe und die Höfe wollen wir jetzt ganz schnell einfach mal besuchen gehen. Nämlich, wir gucken uns mal einen Hof hier oben an, nämlich Hof 1. Die Höfe, muss man immer sagen, sind gleich ausgestattet mit einem wunderschönen, wie soll ich mal sagen, südländisch angehauchten Wohnhaus. Wir haben hier eine Garage immer zur Verfügung mit sehr viel Deko drin. Ne, also hier zum Beispiel, wer gerne in der Garage spielen möchte. Wir haben große Unterstellmöglichkeiten, also heißt große Hallen, lichtdurchflutete Hallen. Aber wir haben auch, wie ihr es gleich sehen werdet, kleine Hallen, nämlich diese hier. Ihr habt wahnsinnig viel Platz, um euch noch selbst zu entfalten, um vielleicht Gewächshäuser hinzustellen und so weiter und so fort. Der Hof 1 ist ein Schafhof. Wie seht ihr das? Nämlich, in der Version 1 standen die Skulpturen immer mitten auf dem Hof. Das wurde geändert und zwar stehen die jetzt draußen. Hier nämlich der Schafhof. Auch eine Besonderheit der Grünfelder Land, wie ich finde, dass alles schön beschriftet ist. Was gibt's hier zu sagen? Also, ich zeige euch jetzt ganz schnell mal. Jeder Hof hat
ein Waschplatz. Jeder Hof hat ein großes Silo und mehrere kleine Silos. Hier zum Beispiel für Saatgut, für Dünger, für Kalk. Diese ganzen Sachen gibt es natürlich als Produktionsstätten auch auf der Map. Kann man sich dann kaufen, kann das produzieren, kann das hierher fahren und hat es am Hof. Also auch für den Singleplayer natürlich sehr, sehr schön geeignet. Jeder Hof hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, einen Spielplatz für Kinder. Sitzgelegenheiten, die aber immer variieren, also von Hof zu Hof. Und natürlich einen Grillplatz. Also auch für die RP-Fans unter uns sind hier der Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Genau. Wir haben einen sehr schönen Fluss auch auf der Grünfelder Land und den will ich euch einfach mal zeigen. Denn auch dieser ist wunderschön angelegt. Mit gewissen Bootssteaks. Man kann sich hier auf der Grünfelder Land einfach nur wohlfühlen. Und ja, das muss ich sagen. Die Jungs sind immer da dran, noch irgendwelche Sachen dazu zu machen, Sachen zu verbessern und so weiter und so fort. Hier ein kleines Feriendorf. Also, ihr Lieben, ihr braucht eigentlich keine andere Map mehr, denn die Grünfelder Land hat alles, was es gibt. Und wie man natürlich sieht, haben wir auch, genau, schalt Computer nicht aus, werde ich nicht tun. Wir haben überall so kleine Dörfer und die auch wirklich sehr, sehr niedlich gemacht sind. Was ich euch noch zeigen möchte, das kann ich natürlich mal noch machen. Denn dann sind wir schon wieder durch. Wie gesagt, es gäbe hier so wahnsinnig viel zu zeigen und zu erzählen. Doch reicht uns die Zeit einfach nicht dafür, alles jetzt wirklich aus der Karte rauszuholen, was hier geht. Aber was ich euch zeigen will, sind nämlich im Update die verbesserten oder schöner gemachten Feldwege. So, wer die Version 1 noch kennt, der weiß, wir hatten weiße Feldwege mit Kies. Jetzt haben wir richtige, wunderschöne Feldwege, die uns zu unseren Feldern führen. Und die natürlich von unseren Traktoren befahren werden wollen. Ihr Lieben, das war's. Ich kann es euch nur empfehlen. Wir stehen dafür, natürlich bei der Game World und auch von den Farmworkers, die Mods beim Originalmodder runterzuladen. Das heißt, ich habe euch unten in der Videobeschreibung einen Link reingesetzt, wo ihr den Modder und das Team vom Grünfelder Land irgendwo unterstützen könnt natürlich. Lasst dort ein bisschen Liebe da, die Jungs sind einfach super, machen ganz, ganz viel und drückt einfach unten da drauf und ladet euch die Karte runter, bespielt sie, habt Spaß dabei und produziert, was das Zeug hält. Ich bin für heute erstmal raus, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Bis dahin, euer Sven vom Game World Kanal. Macht's gut, tschüss und ciao.